Captains Logbuch. Ich bin immer noch dabei, dem merkwürdigen Außerirdischen dabei zu helfen, seine Forschung und damit sein Lebenswerk zu beenden. Und bin jetzt auf der Suche nach Ressourcensonden, die ich in mein Schiff aufnehmen kann, um an der Anomalie in seinem Forschungsfeld, was er selbst herausgefunden hat, weitere Forschung für ihn durchzuführen. Er selbst scheint als Geisel gefangen genommen worden zu sein und kann deswegen nicht selber vor Ort sein. Aber ich helfe ihm gerne. Er bezahlt auch gut dafür. Das ist ja auch etwas, was wichtig für uns ist. Während ich jetzt hier andocke und ganz gespannt bin, wie es weitergeht. Ende des Logbucheintrages. Und damit herzlich willkommen zurück bei X4 Foundations. Der junge Aufsteiger, der ich jetzt gerade bin. So, dann wollen wir mal kurz andocken hier an der Stelle. Ja, es ist wie immer nicht ganz trivial, aber unser Schiffscomputer hat übernommen und damit wird alles gut. Da sind wir. Angedockte Schiff ausrüsten und reparieren. Das machen wir. Willkommen. Vielen Dank. Wir können es jetzt reparieren lassen. Was kostet denn das, das reparieren lassen? $4.969 die Reparatur. 14% Hüllenschaden. Na, das können wir auch draußen selber gleich noch machen. Andererseits, ja, kostet es auch wieder ein bisschen Zeit. Komm, wir reparieren das mal. Zur Einkaufsliste hinzufügen. Bestellung bestätigen. So, dann möchten wir ganz gerne noch ein paar Verbrauchsgüter kaufen. Nämlich die Ressourcensonden. Da passen nämlich auch noch ein paar rein. Ja, das ist sogar ganz gut. Das ist sogar ganz gut. Da können wir hier mal ein paar aufnehmen. Und von den Satelliten. Ah ja, da passen dann doch nicht mehr so viele rein. Muss man also gut aufteilen. Machen wir 25 und 25. Perfekt. Und dann passt das doch ganz gut. Ja, Minen brauchen wir nicht. Täuschkörper haben wir auch schon drin. Passt. Die sind ganz schön teuer. 22 Satelliten plus die Ressourcensonden. Weiß gar nicht, kann man hier auch Versicherungen abschließen? Ich weiß, bei EVE Online kann man auch Versicherungen abschließen und seine Schiffe quasi versichern lassen. Ja, wir müssen auch nicht so viele nehmen. Vielleicht reichen ja auch erstmal 10 und 10, ne? So, ist ein bisschen günstiger. So, warte auf Fertigstellung des Upgrades. Eine Sekunde. Und damit sind wir ja eigentlich schon durch und können abdocken. Ja, und mal wieder der kleine Speicherstand an der Stelle. Ja, gleich der richtige Moment für ein bisschen Werbung. Wenn es euch gefallen sollte, Daumen nach oben da lassen. Natürlich, wenn ihr nur, also wenn ihr wollt, natürlich nur. Und sehr, sehr gerne auch ein Abo, falls ihr noch keins haben solltet. Und ihr könnt mir auch ganz, ganz gerne in die Kommentare schreiben, was ich hier möglicherweise falsch mache oder welche Tipps ihr hier für mich auf Lager habt. So, und jetzt werde ich hier an der Station auf jeden Fall auch schon mal eine Raumsonde raushauen. Weil ich glaube, dass das ganz interessant sein könnte. Wir haben hier ja, den Raumdock. Halten wir mal kurz an und schmeißen hier mal einen Satelliten raus. Dann sind wir nämlich jetzt immer auf dem Laufenden, was hier passiert und wie teuer das zum Schluss auch ist. Ich sehe jetzt noch mehrere Satelliten, die nicht zu uns gehören. Ist aber nicht schlimm. Wir gehen mal da vorne gucken, was da so los ist. Ja, und wenn man sich erstmal an die Steuerung gewöhnt hat, ne, hier mit Shift und Leertaste, kann man ja so eine Steuerung einstellen, die dann so etwas hier begünstigt. Das heißt, leichte Bewegung in diese Richtung. Sprungtor. Profitables Andenken. Profitables Andenken.
Das geht also nochmal in eine andere Richtung. Etwas, was wir gar nicht kennen. Aber das ist jetzt gerade erstmal nicht so von Belang. Wir wollen hier vorne hin. Also Leitsystem aktivieren. Autopilot eingeschaltet. Und dann fliegen wir jetzt zurück zu unserer eigentlichen Quest, die wir gerade durchführen. Also das Helfen des... Ja, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Ich guck mal, vielleicht steht das hier irgendwo. Emissionsmessenger, Manager. Bosota, genau. Wobei mir die Rasse, weiß ich jetzt gar nicht, hat er gesagt, welche Rasse er angehört. Ich kann es trotzdem, glaube ich, hier nicht ganz genau sehen. Ja, dem helfen wir jetzt gerade dabei, sein Lebenswerk zu vollenden. Kriegen dafür natürlich auch bestimmt wieder eine kleine Belohnung. Während unsere Bergbauschiffe hier fleißig dabei sind, Geld zu verdienen. Also alle 10, 15 Minuten, würde ich sagen, kriegen wir jetzt so um die 56.000 Credits von den beiden Schiffen dazu. Und ja, jetzt haben wir schon wieder über 1 Million, könnten also noch eins kaufen und auch hier sich selbst erstmal amortisieren lassen, bevor wir dann anfangen, möglicherweise auch Gas und so weiter abzubauen. So, da war doch auch noch irgendeine Station. Was war denn das für eine Station hier gerade? Die Teladi Schiffswerft. Ah ja. Kann man natürlich auch noch eine Sonde hinpacken, also einen Satelliten. Wenn wir denn da irgendwann in dem Bereich auch handeln wollen, ne? Aber das ist das Schöne, soweit ich es schon verstanden habe, bei X4, die unterschiedlichen Rassen, deren Völker, die hier unterwegs sind, bieten auch unterschiedliche Techniken, nein, Technologien, Techniken vielleicht auch, aber Technologien vor allem, mit unterschiedlichen Schiffsklassen, Waffen, Schilden, Schubdüsen und dergleichen. Und es lohnt sich also, auch für mich als junger, aufstrebender, zukünftiger Handelsfürst und Beherrscher der Galaxie, lohnt es sich auch für mich, dementsprechend die anderen Sektoren kennenzulernen, um für uns die besten Angebote herauszufinden. Aber dafür müssen wir unser Business erstmal aufbauen. Tja, und durch Zufall, wie gesagt, jetzt gerade in diese Story reingerutscht, weil ich an einer Station, ich glaube bei Argon Prime, einen Datenleck gefunden habe und der nette Mensch dort mit uns gefunkt hat. Autopilot eingeschaltet. Oh, den Autopilot schalten wir mal aus. Ausgeschaltet. Dann müssen wir nämlich mal kurz ausweichen hier. Und ab auf den Superhighway. Ja, es sieht immer gefährlicher aus, als es ist, aber die Technik ist hier so weit. Profitabler Handel. 1. So, dann sind wir auch schon wieder im richtigen System. Ne, Taste R heißt, wir gucken mal auf unsere eigene Position. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Satelliten, den wir ja da schon haben. Ne, den sollten wir jetzt einmal auswerfen, damit wir die erste Autopilot ausgeschaltet. Voraussetzung quasi geschaffen haben. Ist man doch immer schneller dran, als man denkt. Jetzt müssen wir nur noch einmal, glaube ich, die Quest aktualisieren oder wieder aktiv setzen. Zack. Da haben wir sie. Und jetzt schmeißen wir hier noch eine Ressourcensonde raus. Sie sehen jetzt Vorkommen bestimmter Rohstoffe auf dem Gebiet. Falls Sie sich dafür interessieren, sie abzubauen. Was unsere Forschung betrifft, so scheint es, dass die Objekte in der Nähe mit exotischen Partikeln behaftet sind. Wahrscheinlich stammen diese von der Anomalie. Ich dränge mich nur ungern auf, aber ich habe eine Idee, wie wir fortfahren sollten. Na, dann hau raus. Wir müssen ein Schiff zu einer sehr spezifischen Position fliegen, die ganz in der Nähe der Anomalie liegt.
Mit der richtigen Ausrüstung für das Schiff, die wir wohl noch installieren müssen, können wir die Anomalie weiter öffnen und so eventuell herausfinden, was sich auf der anderen Seite verbirgt. So, liefere passende Schiff. Das führt bedauerlicherweise sehr wahrscheinlich zur Zerstörung des Schiffes, weshalb ich für alle Unkosten für den Erwerb eines neuen Schiffes für diese Aufgabe aufkommen werde. Okay, das Schiff muss enthalten 3x Antimateriezelle und es führt zur Zerstörung des Schiffes. Das wäre jetzt natürlich nicht so schön. Meine Berechnungen haben ergeben, dass das Schiff eine kleine Anzahl von Antimateriezellen enthalten muss. Die nächstgelegene Station, in der diese Ware verfügbar ist, wurde zu ihrer Information offengelegt. Also, schwarze Sonne 4. Dann müssen wir da jetzt hin. So, gucken wir hier nochmal rein. Also, wir brauchen 3x Antimateriezellen. Der Arc-Komplex für veredelte Güter 1 bei Schwarze Sonne 4 ist jetzt unser Ziel. Wir brauchen aber auch noch ein Schiff, was wir nutzen können. Dafür... So, Antimateriezellenfertigung, das wäre dann das hier. Aber wir brauchen auch... Ach nee, Komplex für veredelte Güter. Wie komme ich denn auf Antimateriezellen? Veredelte Güter... 2... Da. Da müssen wir hin. So. Und wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Also sagt hier lang, da lang. Und wir brauchen halt ein günstiges Schiff, ne? Das darf man auch nicht wieder verpassen, weil ja, das Schiff hier, das wollte ich jetzt nicht dafür opfern. Autopilot eingeschaltet. Kann ich denn? Wir haben doch hier irgendwo noch ein Schiff rumstehen. Das hier. Elite-Angreifer. Kann ich das nicht hier vorne irgendwie hinbringen? Ja, kann ich bestimmt auch. Und jetzt dürfte der sich auf den Weg machen. Sobald er da abgedockt ist. Ja, hinfliegen und warten. Schwarze Sonne 4. Das hört sich doch ganz gut an. Hört sich ganz gut an. Und wir haben schon eine ganze Menge mehr freigeschaltet hier. So viele Systeme kannten wir jetzt vorher natürlich noch nicht. Autopilot ausgeschaltet. Ja, den schalten wir mal aus, damit wir hier auch den ganzen Eisblöcken, hätte ich fast gesagt, ausweichen. Weil das sonst immer ja, auf Null runter stoppt. Und dann ergibt es mehr Sinn, wenn wir das hier in diesem etwas dichteren Asteroidenfeld selber machen. Wir können jetzt aber danach den Autopilot wieder einschalten. Ja, und dann fliegen wir da einmal ganz entspannt hin. Ich finde ja die Ansicht so auch sehr schön. Also, wenn wir unsere VR-Brille in-game quasi aufsetzen und durch unser Schiff hindurch gucken und unter uns alles sehen können, links, rechts, oben, unten, dann ist das schon ganz nice, ne? Aber. Also, ist ja gar nicht so fern, die Technologie, ne? Also gibt es ja schon, dass man durch das ein oder andere durchgucken kann. Palladianium-Gießerei. Wow. Ja, da ist er manchmal so ein bisschen...
könnte ein bisschen realistischer machen, ne? Mit ein bisschen ausholen, hinfliegen und so, aber so geht es natürlich auch schneller. Erreiche profitabler Handel 3. So, was macht er jetzt? Wieder zurück. Ich bin verwirrt. Nee, er ist noch gefangen. Also, er kommt gerade mit sich selbst nicht klar. Erreiche profitabler Handel 3. Sprungtor, schwarze Sonne. Genau, da wollen wir hin. Autopilot eingeschaltet. Sollte jetzt eigentlich kein großes Problem sein, ne? Und das andere Schiff, das haben wir hier, ist gerade unterwegs. Ist sogar schon da. Können wir den da andocken lassen? Andocken und warten. Dann steigen wir nämlich gleich um und nutzen dieses Schiff, also unseren billigen, unsere Nussschale, mit der wir angefangen haben. Statt unsere neue Nova. Ne? Ah, jetzt könnte man sagen, das erste Schiff, das verkauft man nicht, das behält man. Aber, nee, diese Nussschale, ich hänge da nicht dran. Ja, da war der deutlich schneller als wir jetzt. Wow, ist auch wieder so eine riesige Station hier. Ist das die, wo wir vorhin auch schon waren? Ja. Hier gibt es auch mega viel noch zu erkunden. Autopilot ausgeschaltet. Erreiche System. Schwarze Sonne. Autopilot eingeschaltet. So, und schon sind wir ein weiter. Also, erstmal durch dieses Tor gesprungen. Und boah, jetzt können wir unterwegs noch ein bisschen was erkennen, was denn hier bei Schwarze Sonne 5 überhaupt los ist. Eigentlich an unserer Nachbarsektoren, die wir, ja, denen wir noch gar keine Aufmerksamkeit geschenkt haben. So kann man es, glaube ich, auch ganz gut sagen. Hier haben wir noch eine Handelsstation. Da wollen wir auf jeden Fall auch hin. Mal gucken, was da so los ist. Aber eins nach dem anderen. Ihr seht, es gibt hier so viel zu entdecken. Und wie hat das ein anderer YouTuber, Let's Player gesagt? Wer hier ein Spiel sucht, mit dem er glaubt, dass er nur 20 Stunden spielt, ja, der sollte es am besten gleich wieder zurückgeben, weil ihr hier hunderte von Stunden verbringen könnt. Also so sagte er zumindest, ne? Also ich spiele jetzt selber auch erst seit, keine Ahnung, vielleicht 8 Stunden insgesamt. Ne, hab da noch nicht alles gesehen. Natürlich nicht. Und kenne auch noch nicht alle Spielmechaniken. Aber bin soweit schon mal eigentlich ganz zufrieden. So, dann geht's jetzt hier auf den Superhighway. Hightech-Fabrik. Und 57.820 Credits wiederbekommen. Ich möchte auch ganz gerne nochmal ins Logbuch gucken. Erreiche schwarze Sonne 4. Ja, ist immer der gleiche Preis. Also der Preis ändert sich hier zumindest nicht, warum auch immer. Aber wir haben schon ein bisschen was, ne? So mit der dargestellten Transaktionen sind es 845.000. Hier haben wir irgendwas gekauft, genau, vorhin. Genau, die Reparatur und dann die Sonden, die wir noch gekauft haben. Ja. So, und da kommen wir doch schon fast an. Ich weiß gar nicht, warum der Satellit hier ist. Der bringt da an der Stelle ja, glaube ich, relativ wenig. Wenn die Station da ja nicht
genau daneben ist, ne? Also, habe ich irgendwann mal rausgeworfen. Unbekanntes Objekt. Ist bestimmt wieder so ein Sicherheitstresor oder irgendwas. Ja, müssen wir uns auch alle irgendwann mal einverleiben und angucken. Aber es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit. Autopilot eingeschaltet. So, keine Sorge, er bremst noch. Autopilot ausgeschaltet. Sollten wir eh die Möglichkeit haben, uns von Angesicht zu treffen, bringen Sie mir doch bitte etwas frisches UFO mit. Die Brocken, die mir die Split vorsetzen, sind staubiger als deren Humor. Erkunde das Universum und verbessere dein Ansehen. Elite, Angreifer. So, das sind jetzt nochmal so kleine Tipps. Erhöhe dein Ansehen mit mindestens einer Fraktion auf Stufe 10. Komplex für veredelte Güter. Folge der einen Ladungsmission. Bitte helfen Sie bei der Verfolgung. So, erstmal möchte ich jetzt hier andocken. Wenn ihr nichts dagegen habt. Schließe dich mit dem Krieg an. Was für ein Krieg? Undock-Erlaubnis erteilt. Das ist gut. Nur wo? Ach, da. So, zum Glück macht er das immer so. Bitte helfen Sie bei der Verfolgung. Aufstehen. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Das freut mich sehr. Du behältst hier das Kommando und wir gehen jetzt einmal. Ich glaube, es stand doch hier vorne sogar das andere Schiff. War das nicht hier irgendwo? Na. Ah. Vielleicht haben sie es gerade in die Tiefgarage gebracht. Ja, lasst uns mal zu unserem anderen Schiff gehen. Ist mega gut gemacht hier. Elite-Angreifer. Da wollen wir hin. Da steht er. Unsere Nussschale vom Tag 1. Na, Junge, ja, du siehst ja immer noch ganz gut aus. Aber mit dir habe ich jetzt was vor. Elite-Angreifer. So. Layla, oder wie auch immer sie heißt. Jetzt müssen wir nochmal handeln. Wir brauchen Antimateriezellen. 3 Stück, hieß es, ne? Ich gucke nochmal ganz kurz in unsere Mission rein. Wir brauchen 3 Antimateriezellen. Gut, die nehmen wir. Drei Stück. Was haben wir noch, was wir hier drin haben? Na gut, er bezahlt ja dafür. Bestätigen. Warte auf Beendigung des Handels. Also ist auch ganz gut, dass das eben nicht sofort passiert. Abdocken. Und jetzt geht's zurück. Hier vorne hin. Autopilot eingeschaltet. Tja, und da sind wir in unserem alten Schiff zurück. Haben jetzt natürlich noch ein bisschen Wegstrecke vor uns. Wir haben das ja beim letzten Mal gesehen. Es dauert ja 1-2 Minuten, bis wir dann auch da sind, wo wir hinwollen. Ja, jetzt müssen wir einmal durch 1, 2, 3... Im dritten sind wir dann richtig da. Dauert natürlich ein bisschen. So, wir haben 1,5 Millionen auf dem Konto. Das bedeutet, wir können mal in unserem anderen Raum, wollte ich gerade sagen. Ist das im Ausrüstungsdock gewesen? Können wir mal gucken hier nach Schiffe kaufen.
Nee, ich glaube, das war woanders. Hier vorne, da müsste es doch sein. Und hier müssten auch unsere Schiffe sein, genau. Also, schauen wir mal hier rein, während er unterwegs ist, im Raumdeck-Dock und kaufen doch einfach nochmal ein Schiff. Größe M, größer gibt es ja hier nicht. Dann nehmen wir den Schürfer. Und nehmen auch hier das vorausgewählte etwas Ressourcensonden. 10 Stück hat er dabei. Können wir mal erhöhen auf 20. Na, machen wir auf 15. Und Satelliten nehmen wir auch mal 15 mit. So, und während er jetzt speichert, können wir das auch noch mal ganz kurz speichern. Erreiche schwarze Sonne 5. Ja, überschreiben, genau. So, Täuschkörper hat er drin. Nicht genügend Ressourcen auf der Station. Bestellung könnte länger dauern. Ja, ist in Ordnung. Kostet uns 1.100.000 Credits. Und Bestellung abschicken. Ja, hier wollen wir auch auf jeden Fall noch hin zu Argon Verteidigung Handelsstation. Dann auch mal zu gucken, was da denn so Schönes ist. Müssen wir auch noch ein paar Satelliten hinbringen, natürlich. Was haben wir hier? Irgendwo hat es gerade gepiept. Tja, da mochten sich wohl ein paar nicht. So, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie das gleich weitergeht. Was mit unserem Schiff passiert und vor allem, was mit uns passiert. Das ist auch noch der viel spannendere Anteil. Königinwächter. Kahak. Ja, Hauptsache, die lassen uns schön in Ruhe. Königinwächter hört sich schon an, als wäre das ein Volk. Was irgendwie so eine, ja, Ameisen oder Sprungtor. Auf jeden Fall so ein Schwarmbewusstseins. Erreiche System, profitabler Handel. Schwarmbewusstsein nachgehen würde. Tja, keine Ahnung. In jedem Fall sind sie uns offensichtlich nicht sehr freundlich gesonnen. Während wir jetzt hier einmal schön über diese, oh, war auch knapp, Station drüber bügeln. Ja, und da haben die sich echt was einfallen lassen mit dem System hier. Und ein Glück, dass wir das andere Schiff noch nicht verkauft haben. Also das, in dem wir jetzt drin sitzen. Ups, das war die falsche Taste. So, wie weit sind wir denn? Ja, gleich geschafft. Warum hat der jetzt eine Krone auf? Modell Honigfresser. Oh, ein paar Missionen sind hier zwischendrin immer mal abgreifbar. Heißt, auch so kann man sich auf jeden Fall verdingen. Wobei ich durchaus gewillt bin, ein großer Bergbauer in Anführungszeichen zu werden. Weltraumbergbau. Mal gucken, aber unsere Neubestellung im Raumdock ist noch nicht fertig. Sonst würde sie hier auftauchen. Du kannst nicht so einfach meine Profite reduzieren.
Erreiche profitabler Handel. So, und dann sind wir doch auch schon da. Jetzt gibt es hier noch eine Mission. Und da fliegen wir zu unserem Satelliten als auch zu unserer Ressourcensonde. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt. Also, wir haben die 30 Minuten zwar schon voll, aber das machen wir jetzt noch. Weil die Spannung hier natürlich nicht überspannt werden soll. Albatros, Angreifer. Teladi-Unternehmen ist noch neutral. Ja. Aber auch da wollen wir natürlich gute Handelsbeziehungen zu aufbauen. Das Snu-Imperium. Snu-Handelsimperium, was wir hier aufbauen wollen. Ja, ich glaube, das könnte passen. Das könnte gut werden. Oh, da kommt ein... Autopilot ausgeschaltet. Ein größerer... Asteroid... in unseren Flugwinkel, unsere Flugbahn. Autopilot eingeschaltet. So, jetzt können wir wieder ganz beruhigt sein. Genau, da ist der nächste Superhighway. Plasmaleiterfertigung. Medikamentenfabrik. Was die alle haben hier. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wenn wir unsere erste Station dann bauen. Aber ich glaube, dazu müssen wir erst noch den HQ-Plot machen, wie es sich nennt. So, da vorne blinkt's. Das könnte unser Satellit sein. Und jetzt sollte er auch tatsächlich langsam näher kommen. Medikamentenfabrik. Auch wichtig. Ja, da kommt er langsam in den Fokus. Da blinkt es auch schön. Irgendwo hier wird es sein. Dann halten wir jetzt an. Stellen Sie unbedingt sicher, dass sich niemand mehr auf dem Schiff befindet. In dieser frühen Phase des Experiments dürfen wir noch keine unnötigen Opfer verursachen. Ja, du bist gut. Muss ich mich nur noch hier irgendwie rausbringen aus dem Schiff. Na gut, aber hier sind wir wohl an der richtigen Stelle. Na gut, dann steigen wir mal aus, ne? Hallo. Oh, wie kriegen wir dich denn da raus? Elite, Angreifer. Oder hätte ich jetzt mein zweites Schiff am besten herholen sollen? Oh, das könnte natürlich auch sein. Wie machen wir denn das? Kann ich helfen? Ja, arbeite woanders für mich. Jetzt wird's spannend, Leute. Arbeite woanders für mich. Nur wo? Ach, da ist unser... Zuweisen, genau. In Ordnung. Ja, bloß wie kommst du da jetzt hin, ne? Beamen wird ja wohl kaum gehen. Tja, Leute, dann machen wir das jetzt wie folgt. Ich hole mein anderes Schiff hierher. Rettungsteil, passender Schiffstyp, aber zusätzliche Anforderungen noch nicht erfüllt. Ja, genau, ich muss halt noch raus, ne? Entweder mit der Rettungskapsel oder wie auch immer. Aber ich könnte doch jetzt mein anderes Schiff hierher holen. Ich glaube, das mache ich. Das haben wir ja jetzt hier irgendwo geparkt. Jetzt muss ich mir überlegen, wo denn das geparkt ist. Ich glaube schon fast hier, ne? Oder wo haben wir das geparkt? Ne, hier haben wir das geparkt. Da. Da haben wir doch auch einen Piloten.
Den bringen wir jetzt hierher. Ja, dauert jetzt ein bisschen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir jetzt hier irgendwie mit der Rettungskapsel rausgehen könnten. Oder mit dem Raumanzug. Aber was soll ich sagen? Ich warte auf mein Schiff und dann steige ich da ein und dann wird alles gut. Ja, und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Also doch nochmal Spannung. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Sehr, sehr gerne ein Abo, falls ihr noch keins haben solltet. Kommt auf den Discord-Server, Twitter, Instagram, überall auf Subscribe oder Follow drücken. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye-bye.